Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Orga TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal ein kurzer Ausblick, was wir in der heutigen Sendung vorbereitet haben. Für alle, die sich für Theater interessieren, morgen habt ihr die Möglichkeit, die Uraufführung des Theaterstücks über die Generation Z zu sehen. Wir waren für euch bei der Generalprobe dabei, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Zum Thema Leadership im Sport haben wir heute eine ganz besondere Sportart. Wir haben die Sportart Football. Wir präsentieren euch die Saarbrücker Footballmannschaft, die Saarland Hurricanes. Wer wissen will, was dabei rauskam, soll dranbleiben. Dazu habe ich dann noch den Trainer der zweiten Mannschaft, der uns ein paar Fragen zum Thema Football beantworten wird. Wenn ihr ein paar Tipps zum Thema Konzentration beim Lernen benötigt, seid ihr bei uns richtig, denn unsere Beitragsreihe Tipps und Tricks hat ein paar gute Tipps, wie ihr eure Konzentration beim Lernen hochhalten könnt. Starten möchten wir mit dem Beitrag zum Theaterstück. Das Theaterstück zeigt, wie die mediale Kommunikation der Jugend von heute immer mehr in den Vordergrund rückt. Zu jeder Situation im Leben gibt es eine App. Ein Erlebnis in einer Stadt buchen, klar, über Airbnb. Den Weg dorthin, über Flixbus. Das Ereignis festhalten, mit anderen teilen, klar, Instagram, Facebook, Snapchat, wie sie alle heißen. Das alles ist völlig normal in unserer Welt, aber ist das auch uns so bewusst? Das Theater zeigt uns, wie ein Alltag in der Generation Z aussieht und wie das in der Generalprobe aussieht, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Wir waren diese Woche für euch bei der Generalprobe zum Theaterstück über die Generation Z. Das Theaterstück zeigt, wie sich die mediale Kommunikation durch das Leben der Generation Z zieht. Die Nutzung von Tablet, Notebook und Smartphone ist zu jeder Zeit ein Teil des Theaters. Für jede Situation gibt es eine App. Flixbus zum Reisen, Airbnb zum Wohnen und Instagram zum Teilen. YouTube-Blogger, Fashion-Blogger dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Generation Z steht oft in Konfrontation mit den alten Generationen. Auch das wird mit dem Theaterstück thematisiert. Das ist aber komisch. Ach, Papa, komm, ich zeig dir jetzt das Video von der Anna und dann verstehst du dich alles. Das Thema Generation Z, inspiriert von Professor Scholls Buch, ist weiterhin ein spannendes Thema und das Theaterstück lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen. Wenn wir euer Interesse wecken konnten, das Theaterstück beginnt morgen um 19.30 Uhr hier an der Uni im Theatersaal der Mensa. Der Eintritt ist frei und es sind natürlich alle herzlich eingeladen. Dieses Jahr findet wieder eines der größten Sportereignisse der Welt statt. Die Rede ist von dem 50. Super Bowl und die Sportart natürlich Football. Eine Sportart, die in Deutschland bei jedem angekommen ist und momentan einen großen Hype erfährt hier in Deutschland. Es gibt nicht nur Germany's Next Topmodel-Abende, sondern auch Football-Abende. Dieses Wochenende spielen einer der Top-Favoriten für den Super Bowl, und zwar der amtierende Champion Tom Brady mit seinen Patriots gegen einer der größten Quarterbacks aller Zeiten, Peyton Manning, und seine Denver Broncos. Ich selber bin Patriots-Fan, vor allem Julian Edelman und der erste deutsche Super Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer zählen zu meinen Lieblingsspielen. Auch in Saarbrücken gewinnt die Sportart immer mehr an Fans und Zuschauern. Nicht nur an der NFL, sondern auch die erste Liga, die GFL, die German Football League, wird hier mit Begeisterung verfolgt. Die Saarbrücker Mannschaft, die Hurricanes, spielen in der GFL Süd und wir durften die Mannschaft bei einem Training begleiten.
und anhand unserer Leadership-Reihe zur Beziehung zwischen Trainer und Spieler befragen. Was bei einem bekanntlich so großen Kader rauskam und wie ein Football-Training selbst bei diesen kalten Temperaturen im Winter aussieht, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Es sind wirklich tolle Bilder geworden und es lohnt sich anzuschauen. Ja, aufgrund von technischen Problemen schalten wir jetzt erstmal das Interview vor. Und zwar habe ich jetzt den Coach der zweiten Mannschaft der Saarland Hurricanes bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Wenn du dich einmal kurz vorstellen möchtest. Jo, ich bin Paul Zahlen, Head Coach Saarland Hurricanes 2. Jetzt seit etwas über einem Jahr, starten nächstes Jahr in Verbandsliga Mitte, also Liga 6. Jo. Ja. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Hast du selber auch schon mal Football gespielt? Wenn ja, welche Position? Ich habe selber gespielt, unter anderem auch hier in Saarbrücken, Offensive Line. Ja. Also die großen, schweren Jungs. Ja. Klar, sichtlich. Ja. Und ja, wie lange hast du gespielt? Insgesamt etwa 7 Jahre. Okay. Musste gesundheitlich dann aufhören und bin so zum Coaching gekommen. Okay. Was mich immer schon mal interessiert hat, wie wirft man so einen Football? Kannst du mir das einmal ganz kurz zeigen? Klar. Ja? Also man nimmt den Ball sehr gerne an der Naht, ungefähr mit den 3 Fingern, legt die anderen beiden Finger noch mit dazu, ja. Wirft aus einer seitlichen Position heraus und der Ball wird sich im Endeffekt so von der Hand hinweg drehen. Okay. Also braucht man auch relativ große Hände dafür, damit das funktioniert. Relativ große Hände. Kommt viel auf Technik wahrscheinlich an. Ne? Genau. Okay. Dann für den Zuschauer noch zum Verstehen. Wie viele Mannschaften gibt es denn oder wie teilt man so eine Football-Mannschaft ein? Man teilt sie ein eigentlich in 3 grobe Unterschiede. In die Offense, in die Defense und in die Special Teams. Wobei diese wieder unterteilt sind in ihre eigenen Sparten. Okay. Und habt ihr bei euch separat für jedes Team dort einen Coach? Weil in der NFL kennt man das so, es gibt einen Head Coach und dann 3 Coaches für jedes separate Team. Wie ist das bei euch? Nein, im Moment haben wir das noch nicht. Wir haben einen Head Coach, wir haben einen Offense Coordinator und wir haben einen Defense Coordinator. Ja. Okay. Und du bist der Head Coach der Mannschaft. Okay. Das heißt, der Head Coach kann dann auch nochmal in den separaten Teams dann sagen oder Einfluss mit reinnehmen. Ganz genau. Also der Offense Coordinator koordiniert, wie der Name es schon sagt, seine Offense. Mhm. Der Defense Coordinator koordiniert seine Defense und der Head Coach überwacht das Ganze eigentlich als seine Idee und seinen Plan vom Spiel, wenn man das so will. Okay. Und hast du eine Lieblingsmannschaft? Ja, ich bin Fan der Tampa Bay Buccaneers. Ja. Lieblingsspieler habe ich auch. Logan Mankins, rechter Guard. Ja. Hat mich ein bisschen inspiriert zum Footballspielen und auch Footballer werden, klar. Ja, und das ist so ein bisschen dein Vorbild dann im gesamten klar. Football. Hast du auch in Deutschland einen Lieblingsspieler in der GFL? Nö, eigentlich nicht. Okay. Und verfolgst du auch immer die Spiele? Also RAN zeigt ja jetzt immer sonntags die Spiele. Ja. Also ich versuche schon relativ regelmäßig alles zu versuchen, auch um auf den neuesten Stand zu sein. Klar. Okay. Und schaust du dir da auch so ein paar Sachen ab dann von den Trainern? Oder wenn du sagst, das gefällt mir richtig gut? Eher selten. Okay, also du hast ja deine eigene Sachen. Oft wird ja auch gesagt, dass Football so das Schach auf dem Feld ist, dass es sehr, sehr taktisch ist. Wie taktisch ist deiner Meinung nach Football? Football lebt von der Taktik. Es existiert durch die Taktik. Und ohne die Taktik wäre Football nicht möglich. Ja, also das heißt, ihr müsst sehr, sehr viel den Spielern auch vorgeben, was sie wahrscheinlich machen müssen. Ja, deshalb haben wir ein Playbook, wo alles drinsteht, wo jeder Spielzug klar definiert ist, den die Spieler dann so auf dem Feld ausführen werden. Wie viele Spielzüge hat denn so eine Mannschaft ungefähr? Also jetzt zum Beispiel bei euch, wie viel? Wir haben in etwa 80 bis 100. Ja. Geht wahrscheinlich im professionellen Bereich bis 800, 900 hoch. Okay, Wahnsinn. Und wie merkt ihr euch die Sachen oder wie kommuniziert ihr, welchen Spielzug ihr macht? Wie macht ihr das bei euch? Also bei uns, wir machen das im Moment über ein Zahlensystem. Ja. Dadurch, dass wir den Jungs eine Zahl reinwerfen oder reinrufen, die an ihren Wristbands ablesen können, welcher Spielzug das ist. Es gibt aber andere Möglichkeiten über Fingerzeichen, Tafeln, über Buchstabensysteme. Also da gibt es die ganz verrücktesten Sachen. Okay, und überlasst ihr dann dem Quarterback so ein bisschen, wie das in der NFL ist, so einen Spielraum? Oder sagt ihr wirklich vorher an, was gemacht wird und der Quarterback führt das dann nur aus? Im Moment sind wir noch so weit, dass der Quarterback nur ausführt. Okay. Da wir ein sehr, sehr junges und neues Team sind und einfach den Jungs mal
Football an sich beibringen wollen, die Basis erstmal legen wollen, bevor wir schon in den halbprofessionellen Bereich gehen. Okay, verstehe. Und Football ist ja auch sehr von der amerikanischen Mentalität geprägt. Dieser Trend schwappt so ein bisschen nach Deutschland rüber ran, wie eben schon gesagt, zeigt sehr, sehr viele Spiele momentan. Und es gibt auch viele Zuschauer, die nicht nur den Super Bowl gucken. Also ich glaube, seitdem die Denver Broncos gegen Seattle vor zwei Jahren gespielt haben, seitdem verfolge ich fast jedes Spiel. Und kannst du uns erklären, was so denn der Unterschied zwischen dem amerikanischen Football und dem Football hier in Deutschland ist? Also spielertechnisch ist der große Unterschied, die Jungs drüben fangen einfach viel, viel früher an, können sich dadurch natürlich auch viel weiterentwickeln. Dieser Schritt ist hier im Moment noch nicht so ganz möglich, aber man sieht es ja auch in der NFL, dadurch, dass deutsche Spieler da Fuß gefasst haben, schon über ein paar Jahre, dass es möglich ist. Natürlich durch sehr, sehr viel Einsatz. Große Unterschiede gibt es über die Sponsoring-Sachen, ganz klar, wo einfach hier das Geld nicht so da ist. Publicity ist ein großer Faktor und auch einfach ein bisschen die Mentalität der Menschen. Hier wechselt das so ein bisschen auch durch die Football-Übertragungen im Öffentlichen. Werden die Leute etwas mehr darauf aufmerksam. Aber das kommt so Stück nach Stück. Ne? Ja, und im Grunde ist Football, würdest du sagen, dass da für jeden eine Position dabei ist? Ja, ganz klar. Also im Football, Amateurbereich, ist auf jeden Fall für jeden eine Position dabei. Genau, was würdest du jetzt so mir empfehlen, so vom Körperbau? Hängt von, ein bisschen von der Schnelligkeit ab. Ja. Ich würde sagen, entweder Receiver, Defensive Back, warum nicht? Okay, ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, von den Regeln her, ist das eher wie die NFL oder gibt es da eigene Regeln in Deutschland? Ja, wir sind hier nicht NFL, wir sind hier an die Colleges gebunden, also NCAA. Ja. Es gibt über den deutschen Verband eine Ableitung dieser Regeln, an die wir uns halten. Okay. Und beim Football, generell würdest du sagen, dass es da eine Schlüsselposition gibt oder dass alle gleichwertig sind im Team? Also man muss 11 Mann auf dem Feld haben, die zusammenarbeiten, damit das Ganze funktioniert. Ich würde eher sagen, Schlüsselposition nein, aber der Quarterback hat schon den Hauch an mehr Sagen auf dem Feld. Ja. Okay, das heißt, der Quarterback kann eigentlich gar nicht ohne, ohne seine anderen Leute und andersrum auch nicht. Ganz genau. Was aber auch dann ein großes Mannschaftsgefühl dann im Team bewirkt. Und ein Football hat ja auch einen sehr großen Kader, den wir eben schon, 75 Mann sind es bei euch. Worauf kommt es an, so einen großen Kader zu managen und was muss man tun? Oder kann man wirklich jeden einzelnen Spieler abholen und verbessern und die beobachten? Bei uns im Team nicht, da wir nur 3 Coaches sind, aber man merkt es in den einzelnen Gruppen, in den Abteilungen, merkt man schon Fortschritte im Gesamtbild. Ja. Auf jeden einzelnen eingehen ist schwierig bei 3 Coaches und 75 Leuten. Man macht natürlich sein Bestes. Man muss viel Zeit mitbringen, man muss viel wollen auch. Ja. Ne? Und sich einfach auch mal dann Football in den Vordergrund stellen und andere Sachen ein bisschen zurückstellen. Dann klappt das auch. Wie viel Zeit geht da so drauf, so in der Woche, um das alles unter einen Hut zu kriegen? Bei mir so zwischen 12 und 15 Stunden im Moment. Okay, also es nimmt schon relativ viel Zeit dann in Anspruch. Was macht es so den Reiz aus als Football-Trainer und was hat es damals ausgemacht für dich zu spielen bei Football? Also was ist so der Reiz an Football? Der Reiz an Football ist das Gesamte. Das Team, das als Ganzes nur funktionieren kann, ein Teil davon sein zu können, sein Bestes zu geben, auch mal nicht nur für sich selber, sondern auch für das ganze Team. Ja. Und dann natürlich als Team zu gewinnen. Und ich denke, auch das ist ein bisschen der Reiz als Coach. Und auch dann als Coach kommt noch dazu, man sieht die Spieler wachsen. Teilweise sind Jungs dabei, die Probleme haben, zu Hause, soziale, egal, die durch das Mannschaftsgefüge wirklich aufgefangen werden, die aufblühen in diesen ganzen Strukturen, die wir ihnen bieten können. Ja, das ist echt cool. Und welche Abteilung habt ihr denn zum Beispiel jetzt in der Offense? Wie viele Abteilungen gibt es da so? Wir unterscheiden zwischen Offense Skill Players, also Receiver, Running Backs, die Quarterbacks, die Offense Line. In der Defense haben wir die Defense Line und die Defense Skill Player, also DBs, Cornerback, Safety, Linebacker. Okay, also jeder hat dann individuelle Aufgaben, die er dann ausführen muss. Okay, und beim Football kommt es ja sehr auf Vertrauen an. Dieses Mannschaftsgefühl, was du auch eben besprochen hast, wird auch in sehr vielen Filmen einfach so genutzt, um gewisse Werte dann so wie Mannschaft und Freundschaft zu vermitteln. Zum Beispiel gibt es ja auch bei Tom Brady und dem Deutschen Sebastian Vollmer, der erste Super Bowl-Gewinner, eine sehr enge Beziehung. Also die müssen sich sehr, sehr vertrauen.
und der ist der Blindside. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was so ein Blindside ist? Da gab es ja auch mal einen Film dazu. Genau. Gut, der Film hat eigentlich nicht so viel damit zu tun, außer dass es um die Position geht, die den Blindside beschützt, nämlich den Offense Tackle. Ja. Die Blindside entsteht dadurch, dass der Quarterback, sobald er den Ball hat, um zu werfen, den Ball ja auch beschützen möchte vor der Defense und sich, um das zu können, seitlich wegdreht von einer Seite. Und die definiert seine Blindside. Dadurch muss er natürlich den Jungs, die ihm die Blindzeit beschützen sollen, in der Offensive Line sehr, sehr vertrauen können, damit ihn da auch nichts überraschen kann. Und hast du das auch gespielt oder warst du auf der anderen? Ich war rechter Guard vor allem und auch teilweise rechter Tackle, also eher die offene Seite vom Quarterback. Okay. Ja. Und dieses Vertrauen, habt ihr da auch bestimmte Dinge, die ihr macht bei euch, um dieses Vertrauen in eurer Mannschaft zu stärken? Einmal zwischen Trainer und Spieler und dann untereinander unter den Spielern. Ja, zwischen Trainer und Spieler ist sehr viel Kommunikation, was einfach Vertrauen schafft, dadurch, dass man den Jungs erklärt, was man macht, wo man hinsteuern will und sie auch zum Teil mit einbindet. In gewisse auch organisatorische Sachen, dadurch, dass wir nur drei Coaches sind, die alles organisieren müssen. Die Jungs sind auch froh, wenn sie ein bisschen so Aufgaben erhalten, ja, die sie außerhalb von einer Struktur haben. Unter Spielern sehe ich jetzt nicht so ganz dahinter. Aber ich merke schon, das Team fängt sich selber auf, dadurch, dass sie auch mal zusammen abends rausgehen, zusammen essen gehen. Ja. Wie jetzt, wenn wir Sondereinheiten machen, wie mit der Offensive Line, dann gehen wir auch mal abends zusammen essen. Danach gehen wir zusammen Football gucken. So Sachen bringt schon das Team an, wenn auch in Teilen, aber nachher die Teile kommen ja auch irgendwie wieder zusammen. Ja. Also es fängt sich auf jeden Fall. Denkst du, das ist auch wichtig, dass sich das auf das Spielfeld dann überträgt? Ja, auf jeden Fall. Also Football, 11 Mann auf dem Platz und da geht es nicht, dass ein Einzelner denkt, er kann aus dem Team, wie soll ich sagen, herausstechen, ist falsch, aber dass er denkt, er wäre das Team, das funktioniert nicht. Okay. Müssen alle 11 zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Okay. Und die Sportart ist ja durch den großen Körperkontakt sehr strapazierend und sowohl psychisch als auch physisch. Was hast du früher als Spieler gemacht oder was bietest du den Spielern als Trainer an, sich da wieder zu regenerieren, für jedes Spiel da so eine Leistung zu erbringen? Das muss auch jeder ein bisschen für sich wissen, was er machen will und was sein Leistungsniveau ist, wo er hin will. Auf jeden Fall, man kann sehr viel machen durch Ernährung, ganz klar. Man kann sehr viel machen durch Verletzungsprävention, indem man schon mal keine erhöhten Risiken eingeht. Ins Fitnessstudio gehen ist eine Option, wo man schon mal viel gegen muskuläre Verletzungen arbeiten kann. Natürlich auch da wieder mit gezielten Programmen. Teilphysios natürlich, die braucht man auch. Klar. Psychische Faktor finde ich jetzt bei uns im Team eher irrelevant, dadurch, dass die Jungs sich einfach... Die unterstützen sich untereinander, wie auch auf dem Feld, wie auch privat. Und das macht uns als Coaches natürlich die Arbeit auch sehr leicht. Ne? Klar, klar. Und beim Football gibt es ja auch oft einen Rückstand, der aufgeholt werden muss. Manchmal steht es 34-0 und es gibt so Momente, wo trotzdem noch das andere Team sich rankämpft. Einfach auch, weil man sieht, wie emotional sie sich gegenseitig pushen. War es bei dir schon mal der Fall, dass ihr sehr weit zurücklagt und du dann in deinem Team oder selber als Spieler mitbekommen hast, wie ein Trainer die Mannschaft so anfeuert, dass da noch ein Funken Hoffnung da ist? Selber habe ich es noch nicht erlebt oder erleben müssen. Bei unserer Jugend gab es aber mal die Situation in der deutschen Meisterschaft, dass die Jungs weit hinten lagen zur Hälfte und ihr Head Coach einfach mal in der Pause zu ihnen gesagt hat, Jungs, lass den Kopf nicht hängen, wir sind ganz genau da, wo wir hin wollten. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, in solchen Momenten einfach die richtigen Worte zu finden und vor allem Kritik zu vermeiden. Ja. Das bringt im Normalfall nichts. Ja, das stimmt. Und habt ihr dann noch gewonnen, war das? Ja, wir haben dann die deutsche Meisterschaft, also die Jugend hat dann die deutsche Meisterschaft gewonnen. Wahnsinn. Cool. Also denkst du, dass das auch viel ausgemacht hat, wie euer Team? Es hat sicherlich einen guten Kick gebracht, den die Jungs zu dem Moment gebraucht haben. Ja. Wahnsinn. Cool. Und du als Trainer, was sind so die wichtigsten Werte, die du deinen Spielern mitgeben möchtest? Teamgeist. Ja. Dass Sport gesund ist, ganz klar. Ja, das ist es so in groben Zügen, was die Jungs eigentlich lernen sollen. Natürlich auch ein bisschen, dass es gibt so einen amerikanischen Spruch, auf Deutsch übersetzt, heißt er in etwa, wenn du als Spieler untrainierbar bist, bist du es auch als Mensch. Okay. Und als Spieler untrainierbar sein ist schwierig, aber es gibt die Leute. Und einfach mal das Aufnehmen von neuen Sachen.
einfach auch mal einen zuhören, der es eventuell besser weiß, ja. Und das mal auszuprobieren. Das bringt den Jungs vielleicht auch mal auf die Wege weg von dem, alles, was ich weiß, ist richtig und alles, was ich weiß, ist gut. Ja, das heißt auch viel Werte, die sie dann so in ihr normales Leben dann ganz genau können. Und auch diesen Teamgeist, das hattest du auch vorhin schon mal gesagt, kannst du das nochmal wiederholen? Dass nicht jeder einzelne Spieler, sondern... Oh ja, also es ist wichtig im Football, dass die 11 Mann zusammenhalten und Einzelspieler bleiben auf der Strecke, ganz klar. Nur, dass wir gewinnt. Richtig. Ja, cool. Dann danke, dass du da warst. Bitte? Und vielen Dank für deine Eindrücke. Es war schon echt interessant, weil hier in Deutschland ist Football ja noch gerade so am Hype gewinnen, da so ein paar Eindrücke reinzubekommen. Ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Gut. Ich frage jetzt mal, ist der Beitrag mittlerweile... Kann der abgespielt werden? Dann würden wir den jetzt einmal abspielen. Viel Spaß dabei. Gut, 77. Ready. Im Rahmen unserer Serie Leadership im Sport haben wir die Saarland Hurricanes besucht und dort das Training des German Football League Teams begleitet. Vor Ort haben wir hier mit dem sportlichen Leiter Felix Motzki, der in der Offseason für das Training verantwortlich ist, sowie mit dem Offensive Captain Alexander Haupert über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen, sowie Fragebögen zu diesen Themen an die Mannschaft ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Das ist mein persönliches Ziel, sportlich mich mit der Mannschaft früher oder später unter den Top 4 bis 5 Teams in Deutschland zu etablieren. Ja, das Team weiter nach vorne bringen als die vergangene Saison, unter den ersten 4 bleiben, uns dort in der Tabellenspitze etablieren, eventuell mal die Südmeisterschaft nach Hause nehmen, darauf wieder die Playoffs aufbauen und eventuell mal einen deutschen Meister darauf aufbauen. Die Mannschaft nennt als langfristiges Ziel, erfolgreich auf hohem Niveau zu spielen. Dabei kann die Mannschaft über die Südwestmeisterschaft in die Playoffs gelangen und sich dort für den German Bowl qualifizieren. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Für mich persönlich im Sportlichen geht es vor allem darum, so viel wie möglich von den erfahrenen Trainern zu lernen und mein eigenes Footballwissen halt immer weiter zu verbessern und zu verfestigen. Die eben genannten Ziele zählen dort auch dazu. Des Weiteren möchte ich auch sehr gerne wieder Nationalmannschaft spielen. Als persönliches Ziel nennen alle Spieler, erfolgreicher und besser zu werden. Konkret kann das heißen, eine Startposition im Team zu erlangen, in der Nationalmannschaft zu spielen oder zum NFL-Player zu werden. Auch die Gesundheit und der Spaß am Sport sollen aber nicht zu kurz kommen. 74. Felix Motzki hat uns erklärt, was seiner Meinung nach die drei größten Verpflichtungen eines Trainers gegenüber seiner Spieler sind. Also ich denke, als Trainer ist es am wichtigsten, dass man immer perfekt vorbereitet ist, dass man den Spielern immer optimale Trainingsbedingungen bieten kann, um sie besser zu machen und insgesamt gegenüber der Mannschaft alle Spieler als dass man eine Mannschaft zusammenstellt, eben die auch wirklich wettbewerbsfähig ist in der Bundesliga und mit den besten Teams mitspielen kann. Was einen Captain vom Rest der Mannschaft unterscheidet, hat uns der Offensive Captain Alexander Haupert erklärt. Ich denke, der größte Unterschied ist, dass ich schon ziemlich lange Football spiele. Das sind jetzt mittlerweile schon, ich glaube, 14 Jahre. Kenne dadurch die meisten der Spieler halt schon seit ich klein bin und das ist, denke ich, viel wert und ich kenne den Teamgeist, den Spirit, wie das hier so abläuft und die Coaches und das hat sich gut eingebaut. Ehrgeiz, das ist halt ziemlich wichtig.
Die Mannschaft beschreibt den Captain als die erweiterte Hand des Coaches mit Führungsqualität, Verantwortungsbewusstsein und Vorbildfunktion. Weiterhin haben wir sowohl Felix Motzki als auch Alexander Haupert darum gebeten, eine Reihe von Faktoren hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg zu ordnen. Dabei steht für Felix Motzki das Vertrauen, das die Spieler ihrem Trainer entgegenbringen, an erster Stelle. Offensive Captain Alexander sieht die Disziplin der Spieler als wichtigsten Erfolgsfaktor. An zweiter Stelle steht für den Trainer die individuelle Leistungsfähigkeit seiner Spieler, der Captain nennt hier die Autorität des Trainers. Auf dem dritten Platz steht die Taktik dem Vertrauen der Spieler an den Trainer gegenüber. Im mittleren Feld folgen die Erfolgsfaktoren Fitness, Teamgeist und Motivation. Es herrscht hohe Übereinstimmung zwischen Coach und Captain. Das Pampern einzelner Teammitglieder sehen beide eher im unteren Feld. Bezüglich der Wichtigkeit der Erfolgsfaktoren Disziplin, Trainerautorität, Taktik und Leistungsfähigkeit herrschen zwischen Coach und Captain unterschiedliche Auffassungen. Beide sind sich aber einig, dass das Vertrauen der Spieler in den Coach einer der wichtigsten Faktoren für den Mannschaftserfolg ist. Abschließend wollten wir mehr über den Führungsstil beim Football erfahren. Der Coach gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase auf ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung setzt, die Beziehungsorientierung aber ebenfalls auf einem hohen Niveau hält. Am Wettkampftag sind sowohl Aufgaben als auch Beziehungsorientierung hoch ausgeprägt. In der Nachbereitung werden beide Ausprägungen eher gering gehalten. Der Offensive Captain beschreibt den Führungsstil des Trainers als in hohem Maße aufgaben- und beziehungsorientiert. Die Mannschaft stimmt Offensive Captain Alexander Haupert in dieser Einschätzung zu. Insgesamt sehen sowohl der Trainer selbst als auch der Captain und die Mannschaft den Führungsstil des Trainers im Bereich des Teammanagers. Lediglich in der Nachbereitungsphase ist der Führungsstil im Bereich Minimalist einzuordnen. Generell betonen aber sowohl Felix Motzki als auch Alexander Haupert, dass der Führungsstil sehr stark von der jeweiligen Situation abhängt. Das kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Also es ist ja so eine riesige Gruppe, so ein Footballteam, und da muss man eigentlich schon auf jeden auch individuell irgendwie eingehen können. Es kommt immer darauf an, wie sie drauf sind, wie das Team drauf ist, und dementsprechend wird dann entweder etwas sanfter zugegangen, wie heute bei dem schlechten Wetter, oder dann halt auch mal etwas rauer, wenn halt der Coach dann tausend Sachen oder die gleichen Sachen immer tausendmal erklären muss. Okay. Offense on me, offense on three, 1, 2, 3, offense! Ja, sehr, sehr schöne Bilder, auch gerade mit dem Schnee. Und vielen Dank nochmal an die Mannschaft, dass wir euch begleiten durften, und auch eben an den Trainer für das Interview. Ihr hattet schon mal das Problem, dass ihr euch beim Lernen nicht mehr konzentrieren könnt. Selbst Koffein und Schokolade haben nicht geholfen. Was wirklich dabei hilft, zeigen wir euch jetzt in unserem nächsten Beitrag: Tipps und Tricks zum Thema Konzentration. Viel Spaß dabei. Hey Leute, kennt ihr das auch? Ihr wisst, dass ihr euch mit den Klausurenthemen auseinandersetzen müsst, aber eure Gedanken schweifen immer wieder ab. Sich zu konzentrieren fällt manchen sehr schwer. Daher heute 3 Konzentrationstipps. Erstens die Ernährung. Man kann es kaum glauben, das Gehirn verbraucht im Durchschnitt ca. 1/4 der Energie, die wir über die Nahrung zu uns nehmen. Daher müsst ihr sicherstellen, dass ihr mit genug Nährstoffen und Energie versorgt seid. Benötigt werden beispielsweise vom Körper schnell aufzunehmende Kohlenhydrate, die zum Beispiel in Obst stecken. Ein Geheimnis für die Konzentration sind vor allem Nüsse. Diese haben nämlich einen hohen Gehalt an Vitamin B. Stellt außerdem sicher, dass ihr genügend Wasser vor und während dem Lernen trinkt. Wichtig ist außerdem, dass ihr am besten schwere Mahlzeiten vermeidet. Diese machen nämlich nur unnötig müde. Zweitens, erholsame Pausen. Ihr könnt nicht effektiv lernen, wenn ihr müde seid. Die Konzentration wird also gesteigert, wenn ihr während der Klausurenphase genügend Schlaf habt. Solltet ihr dennoch müde sein, könnt ihr es mit einem kurzen Powernapping versuchen.
Dies lädt die Energie schnell wieder auf und lässt die Konzentration ansteigen. Grundsätzlich sind Pausen keine Zeitverschwendung, sondern dienen der Regeneration der Kräfte. Niemand kann über Stunden gleich gut und konzentriert arbeiten. Pausen gliedern die Arbeitszeit, steigern die persönliche Arbeitsleistung und vermindern die Fehlerquote. Drittens, Bewegung. Sportwissenschaftler und Hirnforscher haben herausgefunden, dass durch die körperliche Betätigung Regionen im Gehirn positiv beeinflusst werden, die mit der Lernleistung zu tun haben. Bewegung fördert die Ausschüttung von Glückshormonen und die Durchblutung. Die Aktivierung der Nervenzellen führt zu einer Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung und dazu, Probleme leichter zu lösen. Sportwissenschaftler raten dazu, sich mindestens einmal pro Tag zu bewegen, da durch die Fettverbrennung mehr Glückshormone im Gehirn gebildet werden, was wiederum zu einer Erhöhung der Stressresistenz, Gedächtnisprobleme und positive Stimmung führen. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich werde mir auf jeden Fall den Tipp mit dem Powernap abgucken für die nächste Lernphase. Hoffe, ihr seid damit jetzt auch perfekt vorbereitet auf die nächste Lernphase. Hier ein kleiner Ausblick, was nächsten Mittwoch in der Sendung da sein wird. Wir präsentieren euch Dennis Urgatz, einen Rallye-Fahrer mit spannenden Inboard-Aufnahmen und eine Trainer-Sportler-Beziehung im Einzelsport. Wobei hier nochmal anzumerken ist, dass der Vater sein Trainer ist und da eine besondere Beziehung nächsten Mittwoch zu sehen sein wird. Und Tipps und Tricks wird fortgesetzt mit dem Thema Zeitmanagement. Und das war's. Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Und dann warte ich nächsten Mittwoch wieder hier im Studio um 18.18 Uhr auf orga.tv.